Auf einmal, wenn es ernst wird, dann muss es wieder der Mann machen, ne? Komm ich hier raus? Ah, fuck, ich hab meine Türen vergessen. Wo seid ihr, Jungs? Quarz raus, Quarz bleibt drin, ist vercraftet. Ich bin Mehrwert fürs Dorf. Ich bin eine Arbeitermeise. Schickt mich irgendwo hin, gib mir einen Auftrag und ich mach's. Hä? Wo sind die hin, Lisa? Die Leute schreiben bei mir in den Chat, ich muss jetzt was sprengen, sonst werde ich zu Edis 2.0. Oha. Was musst du? Ja, okay, Bro, was, hey, warte mal, was heißt das? Du musst es sprengen. Ich muss was sprengen, sonst werde ich zum Edis 2.0. Was? Was heißt aber Edis 2.0? Ja, zum Dulli 2.0. Hey, nicht Dulli. Jungs, ja, das ist ja nur, das ist ja nur das, was der schreibt, ist ja nicht meine Meinung. Jo. Ja, okay, dann ist gut. Besser so. Ja, er hat's nur vorgelesen. Genau. Jungs, ja. Jungs. Ja, nicht übertreiben. Alles gut, ich bin unten, ich bin nicht wütend. Aber heute ist echt verhältnismäßig ruhig, ne? Ja. Niemand traut sich. Sydney fehlt. Gestern war gestört. Die letzten Tage, ich glaube gestern gab es zu viel Stress. Ja, gestern war, das war zu viel die letzten Tage. Vielleicht war das ja. Aha. Ja. Aber warum, was denn passiert? Also es war einfach, es war OC. Oder gestern war echt schlimm, ja. Hamed fehlt, Sydney fehlt, Eldos fehlt, Musi fehlt, Abu fehlt. Das sind doch die Fitnermacher. Aha. Würdest du das sagen, so? Ja, safe. Abu ist der Schlimmste mit riesen Abstand. Und ist der fehlt. Abu der Schlimmste? Mit riesen Abstand. Oh mein Gott. Oh. Willi kommt heute nicht. Was ist denn OOC? Jawohl, Diamanten, Digga. Aber hat er nicht gesagt, er kommt um 10? OOC ist out of character. Oh, ah, das ist Roleplay-Sprache? Ja. Ja. Und spielt zu RP, Isa. Hat sie doch. Fabo, wenn ich auf eine Wassertreppe springe, die nur eine Einheit hoch ist, krieg ich Fall Damage Schaden? Nee, ne? Sollen wir die Tür hier hin machen, einfach so? Bisschen weiter. Servus. Servus. Machen wir jetzt Höhlentour? Ja, warte, ich bin gerade auf dem Weg. Ich habe hier extra für euch Sandstein geholt, ne? Du bist der beste Jill. Richtig viel. Ehrlich. Ja, ich brauche noch einen Bogen. Ich muss mir einen guten Bogen noch machen. Guck mal, wie wunderschön es aussieht. Fabo, komm mal in die Höhle, ich bin wieder drin. Nee, wir warten auf alle. Ach so. Ey, das ist die Marionette von Sid und Willi, das ist schön. Ich warte vor Merz Haus. Ja, das stimmt wirklich. Schwert, stimmt. Muss sie aber genauso. Ey, mein Schwert muss ich auch noch machen, Alter. Da brauche ich aber so viele Level wieder. Aber ich habe ja eigentlich eine Eisenfarm. Okay. Ja, aber die ist die ganze Zeit leer, weil der ganze Server da angeht. Geht der ganze ran da? Ja, ja. An der Stelle, Chat. Fabo, ich brauche vielleicht deine Hilfe. Lass einen verfickten Prime da. Saga. Ich bin im Never gefangen. Meine Spitzhacke ist tot. Ich komme nicht vor. Währenddessen ich die 125 Subs verdient habe und die neuen Dings hole, die neue Rüstung, verdiene ich wieder neue Subs. Mert. Komm, Typico. Ich bin gerade auf dem Weg, Bruder Herz. Okay, willst du heute noch was schlau im Leben? Also für heutige Spiele? Oh, da wäre ich auch dabei. NBA will ich wetten. Lass uns alle zusammen auf ein Spiel wetten. So, wollt ihr mich ficken oder was? Nein. Ich sag. Alles Geld okay. Zusammensammeln auf mich was, wetten. Ich. Was ist Quote, dass Real gewinnt? Jetzt noch live? Ja. Also. Immer live? Ist Copa Dings, ist ein spanischer Pokal. Ach so. Ach, scheiße. Wir distanzieren uns, das ist alles nur ein Rollenspiel erstmal, ganz wichtig. Ja, 99. ist da. Das ist Verlängerung. 2,50, aber ohne Elfmeterschießen, ne? Also bei 10 Diamanten kriegst du 25. Wie ohne Elfmeterschießen? Was ist das? So, was ist Warriors Quote gegen. Was ist Warriors Quote was? Pokal gewinnt. März ist ja, 1,50. Rohat. Bei 10 kriegst du 15. Schick mir mal von NBA heute, was du denkst, wer das macht. 5 Spiele oder so. Was für eine Quote ungefähr? Egal. Also 5 bis 6 oder von mir aus auch 7 Spiele, wo du sagst, yo, das läuft. Das ist das, wo ich heute sehe.
Ja, okay, warte, lass mich kurz, lass mich 5 Minuten studieren. Eli, bei, ich bin kurz bei 10 Diamanten. Okay, wir haben Warriors gegen Pelicans. Da ist eigentlich gar nicht so klar, dass Warriors gewinnt. Aber ich würde trotzdem auf Warriors gehen, weil sie in... Weil sie Golden State spielen, oder? Pelicans besser gerade, aber sie spielen halt in Dings, deswegen würde ich vielleicht Warriors sagen. Checkt ihr? Sonst würde ich mit Curry über Punkte gehen. Das ist eigentlich immer ein guter Call. Zu früh warte auf Verletztenliste. Steph 0 von 9 Dreiern letztes Spiel. Niemals. Ist er nicht in Form? Ja, bitte. Digga, wisst ihr. Arda Güler wärmt sich auf und kommt rein. Stell dir vor, er macht Tor, ich schwör's dir. Dann ist ganz. Also Insta, TikTok, Türkei, Twitter, alles. Türkei voll. Weltmeister. Ich schwöre, wenn er jetzt Tor schießt und den Sieg da so durchmacht, ist wirklich Türkei Weltmeister. Da komm. Land. Und da kommen sie alle. Enes kommt aus. Ultra Arslan kommt aus dem Chat raus. Die kommen alle raus auf einmal. Sie kommen aus ihren. Aus ihrer Wohlfühlzone. Er wollte es sagen, aus ihren Löchern. Ich hab Angst. Ich kenn das, aber. Oh, wer ist hier runtergefallen? Alter Schwede, was ist bei dir? Oh, danke dir. Oh, danke. Ist das von mir? Ja. Warum hast du so viel Rot bekommen? Keine Ahnung. Da waren Spiel wahrscheinlich auf der Zone, Schlafen. Oder? Spiel kann man, glaube ich, auf der Zone gucken. Eli, kommst du? Ja. Digga, weißt du noch, Pinguin, als ich mal live gekommen bin und gesagt habe, ich habe mir diese Liste NBA angeguckt. Ich habe mir so eine Liste NBA angeguckt von den nächsten Tagen von den Spielen. So eine Liste. Und ich habe gesagt, der gewinnt. Und du hast einen Schein drauf gemacht und der ist einfach gekommen. Das war irgendwie eine 20er-Quote oder so. Als ob, ja, for real, wirklich. Pinguin hat einen Schein drauf gemacht und es ist wirklich alles gekommen, was ich gesagt habe. Es war eine 30er-Quote oder so. Also ich tippe selber nicht, ich schwöre, ich tippe selber nicht. Hatte mal eine Zeit lang, wo ich getippt habe. Aber ich finde das einfach Geldverschwendung. Weil am Ende des Tages gewinnt immer Tipico. Also wirklich, es ist... Der Laden würde nicht funktionieren, wenn die anderen nicht Minus machen würden. Rein rechnerisch können sie nur gewinnen. Und ich bin ein Freund von Mathematik. Du bist mit Talent gewonnen. Tassos, gib mir mal ein paar NBA-Codes. Digga, ich wollte Curry über 30 sagen, aber einer hat geschrieben, Curry letzte Nacht 0 von 9 Dreier getroffen. Curry Müll, okay. Was mit Tatum über? Zeig mal, wie Tatum performt. Gegen Pacers, zeig mal. Boah, 36. Ich sag Tatum. Spielt Luca heute? Nee, Dallas spielt nicht. Du sagst, Hawks gewinnt gegen Philly. Weiß ich nicht.
Embiid ist out. Okay, was ist die Quote? Dann will ich sie sogar nehmen, wenn Embiid raus ist. Achtet, okay. Ich muss gleich ein bisschen was abbauen für meine Spitzhacke. 50 Ender- Diamanten, ja? Es war auch Endertruhe. Warum? Da sind meine Dias drin. Hast du hier keine Endertruhe? Achso, ja, dann musst du mit mir zu mir nach Hause kommen. Kann einer die Koordinaten vom Nether-Portal durchgehen mit dem Nether? 80, 80 und 90 oder so. Sehr schön, Kato. Irgendwo Richtung 0-0. Sehr schön, Kato. Lukas, Liebe, vielen Dank, Lukas. Bester Mann. Ja. Doch, aber auch. Wirklich bester Mann. Guten Abend, so kurze Frage: Wer will hier Moin, gefickt Mädi. Werden? Wer hat an meinem Haus die Lava zugemacht? Wer hat da wieder Langeweile? Ja! Fitner! Was ist das hier? Ich nicht. Oh! Digga, warum oh mein Gott! Nerven? Warum fickt ihr euch nicht gegenseitig? Was ist das hier wieder? Also, ich sage jetzt was, Sydney. Digga, es ist so Opferkacke hier. Wirklich. Nein, mach, komm hier. Also, ich weiß nicht. Rohat! Ja? Ich habe eigene Höhle gefunden mit viel Dias. Aber mit was richtig schönen das? Dias. Hammer, schreibt mein Chat. 50 Dias will ich haben. Voll mit Obsidian. Oder hä? Wie Digga, wer fickt mich hier? Ich muss jetzt abgeben. Ich will im Wettbüro. Wir müssen ins Wettbüro. Ja, ich sage, gib hier ab. Nein, ich geb da drin ab. Was ist? Ja, damit du mich fickst, wenn ich rausgehe oder was? Geil. Nein. Fabo, ich brauch deinen Schutz, bitte. Kannst du, Wovon dein Schutz? Warum Schutz? Ich weiß nicht. Es ist immer gut, einen deutschen Partner zu haben. Mann, Deutsch. Und die Wette in sicheren Händen. Das stimmt aber. Ja. So. Was, Security oder was? Ich bin hier. Scan. Nein, das ist der diese 2-Euro-Scheine macht. Ignorier den. Er macht diese 2-Euro-Scheine mit 40 Leuten. Lass mich mal. Ja, mach hier diese 25-Euro-Scheine. Okay. Also. Also 1 und 2 Euro Spieler sind wirklich schrecklich. Montes, also wie kann ich einen abgeben? Einen runter machen. Geil. Wie kann man mit 1 Euro im Schein spielen, Digga? Digga, nee, du hast es selber eingenommen. Ganz schlimm. Ja, ich will splitten. Hä, machen das welche? Ja, ganz viele, Digga. Echt jetzt? Naja. Und dann, das sind so Leute, dann postest du in die Gruppe so deinen Schein rein mit, keine Ahnung, 50. Sagen, ja, die sagen mit 200-300 Euro ein Schein. Also, und dann schreiben die, musst du besser tippen. Du kriegst 75 zurück, wenn Real holt, krieg ich 75 Dias. Genau, zurück. Okay, einen. Okay, ich warte hier. Aber hast du überhaupt 75 Dias? Ich mach Zigaretten. Soll ich den Fernseher anmachen? Soll ich eine Live anmachen? Mach mal Live an. Okay, hast du schwarze Wolle? Warte, ich muss kurz sofort. Ich muss nur kurz den Fernseher von hinten holen. Was ist für ein Wettbüro, Digga? Ja, wir sind noch in Renovierung, Digga. Wir haben noch keine Genehmigung, ehrlich gesagt. So. Was ist? Ich kann nicht mal direkt gucken. Illegal! Können wir eine Wette machen, Monopoly? Jeder, der mitspielt, 100 Dias einsetzen? Mann. Oh, auch stark, Monopoly um Dias. Aber dann müssen das mehr Dias sein. Ich brauch Subs. Erst gleich was, Chat. Ja, wir haben die Höhle fast leer. 150 Dias haben wir schon. So, wo kommt jetzt das Kolosseum hin? Da waren wir doch vorne, da hinten. Guck mal, siehst du ja, dann lass uns doch schon mal damit anfangen. Ja, wir brauchen da einen Grundriss und alles. Also hier wozu hab ich jetzt meinen Arsch abgeackert, um Sandstein zu holen? Warte mal, hast du den Sandstein holen lassen, obwohl wir das nicht mehr für Kolosseum brauchen? Ja, Bruder, ich hab komplett... Das fürs Kolosseum. Krass. Ich hab 10 Stacks oder so geholt. Hier kommt krass. Ein Deko, hier, ne? Boah, hier ist ein Spawner, hä? So, nice, nix drin. Ja, genau. Hab ich noch einen? Läufst. Ich hab sogar noch einen, hier. Boah. Hier kommt der Weg so hoch. Mhm. Hat jemand von euch eine Lava-Farm? Ist das dann? Pinguin, danke für den Zap am Bilal. Digga, ich will auch so ein Dreizack. Gib mir mal ganz kurz den Dreizack, ich will gucken, wie das ist. Weißt du, kommt ihr noch in die Höhle, Fabo? Ich geh jetzt in die letzte Ebene.
Anonymous spendet 1,87 Cent. Bei 1 Box und Karti auf Polizeistation 11:55 Uhr. Ich hab das gesehen. Ich hab das schon gesehen heute am Anfang des Streams. Voll verwirrt. Du musst dich halt mit Wassereimer dann wieder, ne? Dass du keinen Schaden bekommst. Spam den Knopf. Ja, du kannst ihn die ganze Zeit drücken, dann kannst du ganz oft fliegen, aber musst aufpassen. Gefahr, dass du stirbst, ist jetzt hoch, Eli. Okay. Dann hochfliegen, ne? Man muss auch federleicht auf Rüstung machen, dann stirbt man nicht mehr. Ja, hat er. Fallschaden. Okay, ja, dann. Digga, ich knick die ganze Zeit um mit dem Ding. Hier. Reparatur, Sog, Haltbarkeit. Okay, ich geh rein in die letzte Ebene. Okay, dann lass auch in die Höhle gehen. Ja. Oder. Lass mal kurz noch hochgehen, ich will dir das zeigen. Ey, Chat, ich seh so vergeekt aus. Guck mal, ich hab eine rote Neverwild-Rüstung. Wie vergeekt sieht das aus? Ich hab die auch, die ist geil, ne? Ja. So Dings. Ist hier so gefährlich aus. Sieht so verrückt aus. Wo bist du, Fabo? Hier ganz oben. Und warum regnet es immer auf diesem Wix-Server? Es regnet immer. Es regnet so oft. Weil wir in diesem Biom sind. Schlafen, Eli, ein bisschen ruhig. Alles gut. Ja, ich komm. Fabo, hast du eine Tiefenform? Ey, Real Madrid 4-3. Nee. Du hast mich gefickt. Nee. Noch nicht. Das ist schön. Hat es Sub im ersten geschrieben bei dir? Ab dem 9. sogar. Ja, dann sofort Timeout. Das stimmt nicht. Stimmt es nicht? Einer B. Bastard. 2 B. Ich bin B. Also ich warte. Ja, einer muss noch B. Einer. Kann jemand B? Isa? Oh my way. Ich mach dir ein B. Ich bin schon. Ich warte nur, bis ihr da seid. Weil ich liege immer im Bett und dann kommt keiner. Ach so, hier auf traurig. Ich liege. Wie komme ich am besten aus der Never, wenn ich direkt unter dem Lava komme. Weiterbauen und irgendwie raus. Wie komme ich am besten aus dem Never, wenn ich direkt unter einem Lavasee bin? Irgendwie versuchen hochzubauen einfach, bis keine Lava mehr da ist. Fabo, bringt eine Gastträne was? Oder Gas? Rack-Tränke, aber... Ja, Tränke. Eine musst du niederreich fahren, ja, hier nach. Habe ich auch von allem genug. Medi, ich habe in einer Höhle fast 200 Diamanten gefunden. Mit Glück oder ohne? Wie mit Glück? Also mit Glück auf deiner Pickaxe. Ja, aber dann ist ja, dann geht klar. Ich habe in meiner Höhle letztens, ich glaube, in 15 Minuten 80 Stück gefunden oder so. Das war crazy. Stark. Aber 200, Digga, das ist 200. Und viel. So. Ja genau, also hier kommt das Kolosseum hin. Da haben wir alles gerade eben gemacht und runtergeruppt und jetzt... Hier soll aber niemand klauen, das flippe ich aus. So, das hab ich geholt. Das habt ihr geholt. Wir haben Fläche abgetragen für Kolosseum. Ja, ne? Bei dir in der Nähe sogar. Ja, besser ist es. Ich baue die Dinger hier ab, damit ich wieder Level habe, Chat. The Medi und Mickey. Darf ich mitkommen in die Höhle? Ja, Matt, wir treffen uns bei dir oben. Ja, wir wollen alle Kolosseum. Ach, geht ihr von mir? Ja, ich hab ja, eine, weil hinter du bist, Haus ist ein Weg darunter. Du bist stark am Bauen, ja, super. Deswegen würde ich sagen, du musst das eigentlich machen. Ich habe eine ganz schnelle Frage. Wie kann ich mir was zu essen machen selber? Oder geht das nicht? Doch. Kannst wie du denn? Dieses die Getreide nehmen, 3 Stück in den Werkkasten. Hab ich nicht, bin in der Höhle. Achso, oh, dann kannst du da kein Essen machen. Jetzt Monster töten. Außer es gibt da so Beeren, die von der Wand hängen, die kannst du essen, aber ich glaube, es Leuchtbeeren? Ja, genau. Geben die viel Leben? Ja, habe ich gehört, danke dir. Nee, nicht viel, aber die kannst du essen. Okay, gut. Das macht die jetzt. Matt, wir sind da. Ich komme sofort, eine Sekunde. Monte, du, bist du, hat sich was verändert? Bist du morgen dabei, morgen? Das kann ich dir noch nicht jetzt beantworten, weil eventuell morgen businesstechnisch was im Stream ansteht. Das weiß ich aber noch nicht. Ich habe die Sprachnachricht von meinem Management noch nicht angehört. Okay. Sascha wollte auch eventuell morgen vorbeikommen.
Ich kann es dir nicht ganz genau sagen. Ich werde dir morgen oder später noch Bescheid sagen, okay? Okay. Hä, Jungs, ich höre irgendeinen Drachen, kann das sein? Ja, Fabo, ich bin hier. Ja, wir warten auf Mert. Achso, ja, okay. Mert! Wir sind vor deinem Haus, Mert. Jalla. Da hinter deinem Haus. Okay, komm mit, komm mit, komm mit. Oh mein Gott. Geh hoch drüber den Hack. Mal meter. Was war das, Chat? Hier geht's runter. Buddel mich dahin, Chat. Chat, wie viel brauche ich denn nochmal? Okay. Wie stark wie habe ich? 12. Also warte, Picke, Schwert, 8. 16 mit den Dings sind schon mal 24, Schaufel, 28, das reicht, 28 reicht. Alter, ich nehme die Dinger mit. Warum haben wir die Sachen genommen? Hat? Mhm. Weiß ich nicht, was er bei dir genommen hat. Das ist ein diebischer Code. Weiß nicht, was er bei dir genommen hat. 2-1 Liverpool, Eli. Nee, wirklich? Oh mein Gott, ich Bastard stark. Wollte Restzeit machen, ja. Das kommt immer oh, Restzeit, Digga. Was hast du gemacht? 500? Wer? Du, 500 Einsatz? Nee, nein. Ich habe gemacht 300 oder 200. Achso. Als wenn ihr es 500 ablegt. Als ob das nein! So, nee, waren 300. Über 300. Herr Breitenberg, hast du alles gelootet? Ich glaube ja. Ich habe sehr viele Diamanten. Wirklich danke, sogar. Wie jetzt? Aber ich Benfica fickt mich, die Notensöhne. Was ist Enderman? Dein Ficker 1-1. Oha, mein Schein könnte kommen. Oh, nee, den gucken wir nicht in die Augen. Verpiss dich. Warum guckt er? Was will der jetzt von mir? Mach einen Abgang, Junge. Oh, muss nee, ich mich nee, nach oben bauen? Nee. Ich hab dir in die Augen geschaut. Was muss ich machen? Oh, laufen. Ihn töten. Nein, greif ihn nicht an. Renn weg. Oder du baust dich ein, so dass er nicht. Der ist drei Blöcke groß. Und dich mach einfach das, was du machen würdest, wenn du. Bau dich in die Wand. Oder töte ihn einfach. Das ist starkes. Verpiss dich, du Hurensohn! Ich werd sterben. Ich fick seine Mutter jetzt. Komm her. Du Hurensohn! Hab ich dich gefaked in den Arsch. Verpiss dich! Nein! Digga, du hast doch geisteskranke Rüstung. Du musst ihn doch besiegen. Hab ich. Ich hab ihn gefickt. Digga, wer hat eigentlich mein Bett abgebaut, welcher gottverdammte Bastard? Ich glaub, das war. Warum geht man mir hier auf den. Warum geht man mir auf der Eier? Ich wohne auch schon extra nicht in Nockendorf. Welcher Gottverdammte. Kann man dieses Spiel einfach normal zocken? Mhm. Nicht auf den Server, Junge. Ich muss. Ja. Das war Hamlet, ne? Ja, bei mir haben auch ein paar Hamlet geschrieben. Breitenberg, aber deine was? Höhle ist arm. Breitenberg, deine Höhle ist die größte Schwanzhöhle, ja. Die es gibt. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Ja, weil ich schon alles rausgeholt habe. Ja, warum sollen wir dann kommen, hä? Verarschen, ja. Also, Bruder, ich finde immer noch die ganze Zeit Sachen. Was redet ihr? Ich habe Ihnen gerade noch Diamanten gefunden. Ich habe euch vor einer Stunde gesagt, kommt. Ich finde aber auch gerade Diamanten, ne? Hä? Ja. Benfica 2-1. Oh, hier sind die. Ey, ich gehe wieder raus. Ist nichts mehr? Um oberen Bereich? Was für oberen Bereich? Wir sind unten.
Ja, ich habe mich jetzt. Ja, ich habe. Ich bin ganz unterste Ebene. Aha. Und dann habe ich mich durchgebohrt. Ah. Durchgegraben. Aber ich mache jetzt Strip Mining quasi. Was ist das? Schon wieder Diamant. Ja. Was? Machst du Strip Mining? Also ich höre Lava und ich höre Monster und solange ich in diese Richtung grabe, kommen die ganze Zeit irgendwie Diamanten. Stark. Boah, okay, was machst du die ganze Zeit? Meine Rüstung wieder farmen. Ich habe meine Rüstung verkauft für 125 Subs. Real 4-3. Was laberst du da? Was? Real 4-3. Walla? Ja. Ja, ja, komm her. Jungs, das Büro ist wieder geschlossen. Digga, was ein scheiß Tor. Gib mir meine Subs, Junge. Meine... Ja, Tiers. Chill, chill, ein Spiel. 4-3, gefährlichste Ergebnis. 4-3. Ja, ich gehe wieder raus aus der Bastardhöhle. Doch, ich hab was gefunden. Ja, wie soll ich jetzt hier hin? Ich hab eine neue Ecke in der Höhle entdeckt. Wie mache ich das jetzt? Real 4-3. Ja, ich bin gefickt. Boah, ich hab einen Cashout von 2-2, Alter. Oh. Mit 300 Einsatz, by the way? 200 Einsatz. Echt jetzt? Also ernst 200 Einsatz? 200 Einsatz, ja. Gewinn ist 3.100, Cashout ist jetzt 2.200 Euro. Mann, warum habe ich nicht mehr gesetzt? Weil die scheiß türkische Liga wieder meine Mutter in den Arsch gefickt hat. Wir distanzieren uns. Warum hast du Nein. die Liga getippt? Weiß Heute? Ich nicht. Guck mal kurz bei Instagram. Ich hab gegeben. Oh, oh. Adana Demir Sport gegen Istanbul AS für Arschloch. Adana. Die Arschlöcher haben 2-2 gespielt, Amanasikte. Ich hab gegeben 1. Was ist das für eine Scheiße? Walla, die machen in der ersten Halbzeit ein Tor und gehen in Führung. Und in der zweiten Halbzeit auf einmal drei Buben. Wie dieser Amja im Typico, Digga, ja, mit der Kippe den ganzen Tag im Mund. Auf den Schein hab ich 300 gesetzt heute. Und die anderen Spiele genauso 1-1, die ich jetzt nochmal getippt habe. Das wäre mehr Geld gewesen. Aber türkische Liga ist Schwanz. Ja, guck mal bitte kurz bei Instagram. Was, Monte schießt gegen Türk? Ich? Ja. Aber ich höre das oft, dass türkische Liga komisch ist. Bruder, ich küsse dein Herz. Wir haben Schiedsrichter geschlagen, Mann. Wir sind am Arsch, Bruder. Vergiss es. Ja, ja. Ja, meine ich ja. Das ist vorbei, Bruder. Ja, Digga, und jetzt? Jetzt halt bei Instagram. Ah, jetzt kommt. Geht ab. Oha. Mhm. Und erste Halbzeit war 5-0 einfach. Das Ding war noch 10 Minuten durch. Das ist gekaufte Liga, seid ihr ehrlich. Ja, nein, ist aber auch besser als Gala. Oder türkische Liga ist mehr gezinkt als die Nasen von den Korden. Was? Ahmed Loco? Wie, Digga, was soll das? Achso, Rohat auch. Oder Rohat hat nicht mal eine gezinkte Nase, Land. Du wechselst alle 2 Tage. Ich sag dir ehrlich, indirekt hat der schon. Boah. Ich hab nicht mal Essen, ich gehe ohne Essen in die Höhle, Digga. Was, weil ich Fabo vertraut habe. Amanako, okay, Fabo, wo bist du? Oh. Hm. Hey, Baby. Bist du Kurde, Rohat? Ja, ne? Halb Kurde, halb Türke, ja. Hm. Neuerdings. Nee. Nee, wir kennen halb Kurde. Nee, dann doch nicht. Breitenberg hat gesagt. Also, ich kenne, also, seitdem ich Rohat kenne, sagt er immer, er ist halb Kurde, halb Türke. Ich weiß nicht, was du denn jetzt von der Seite willst, Breitenberg. Medi, warum bist du denn für einer? Mann, halt die Schnauze jetzt, Breitenberg. Was? Er ist halt Rohat, Hamed, zu Ramet, er soll, Hamed soll er Ram, Ramet. Einfach Ram, PC Ram. Ey, einfach Rammel. Rammel, ihr Salam, ey. Rohat. Ja. Ich war allein unterwegs und habe 68 Diamanten bekommen und hätte noch mehr bekommen, aber ich habe kein Essen mitgenommen, so ein Scheiß. Jetzt muss ich durchziehen. Ja, jetzt, aber du auch mit Glück 3, ne? Hast du in der kurzen Zeit so viele Diamanten bekommen? Ey, Jungs, ja. Ich hab neue Ebene gefunden. Breitenberg, keiner ist mehr in deiner Dreckshöhle. Seid ihr nicht mehr hier? Ich bin da, aber ich hab kein Geld. Kein, ja, also gar. Kein Geld. Kein Essen mehr. Fahr mal alleine, Digga. Weil gefickt hier von Zombies. Komm nicht mehr raus. Ich befinde mich in Gefahr, bitte helfen Sie mir. Ich hatte doch ein. Hä? Ich hab mich verlaufen.
Scheiße. Mann, jetzt ärgere ich mich, dass ihr nicht mit mehr Einsatz gespielt habt, Sie Kerren. Bro, wo bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt wirklich unter dem... Oh shit, nein, das wäre ja zu geisteskrank. Nein, auf keinen Fall, oder? Ey, einer ist bei mir, wer ist das hier? Matt, was diese Hello. Höhle mockt nach Scheiße. Was tust du denn hier? Wir sind hier hingegangen. Ja, FI1 bringt jetzt auch nichts, Digga. Meiner so. Geführt, ja. Ne, oder? Ich seh's, ja. Wer hat das Tor gemacht? Madrid? 4-3, Eigentor. Lol, ja, schon wieder. Oder wenn das nicht gekauft ist, Digga, ist das geisteskrank, dass das Ding auch unentschieden geht, ja, ne? Das war so klar. Gib mir meine Dias. Ja. Digga, warte mal, ey, weißt du, was das Ding ist? Der hat ja gar kein Startkapital gehabt. Der muss jetzt wirklich Dias farmen gehen. 22 Dias. Boah, willst du denn wissen, wie viel Dias ich habe, Lang? Hast du Startkapital gehabt? Sag ehrlich. Ja, ich war doch, wo ihr Win-Challenge hattet, war ich doch in Timbuktu. Nein! Oh, ich sterbe. Oh mein Gott, bitte nicht. Egal, dann machst du umso einen heftigeren NBA-Schein, Monte. Er ist on mute. Ich werde so reintreuen, der wird so sein Geld verlieren. Warum ist hier so eine Tour zum Bauen? Was ist das? Gott, bester Freund. Digga, ich bin mal im Stream live gegangen, hab NBA so 11 Spiele gesagt. Ich hab gesagt, der gewinnt, der gewinnt, der gewinnt, der gewinnt. Ein Zuschauer von mir hat einfach einen Schein darauf gemacht. Es war eine 30er-Quote oder so und hat so viel Geld gewonnen. Also. Ja. Also du bist jetzt kein Suchtberater? Nein, Digga. Sofort 2 Wochen stille Treppe. 5-3 Real. Oh mein Gott. Ja, komm, dein Geld abholen. Was heißt das? Reiche werden immer reicher, arme Nacke im Jahr. Wie geht das hat jemand 5-3 getippt? Die Hurensöhne, ich tippe reguläre Spielzeit, die Bastarde gewinnen nicht. In Verlängerung die ficken Mutter, ja? Nein. Die Sucht kickt, Digga, das ist irgendwie. Arda Güter? Nein, Brahim Diaz, ich wollte schon sagen, Bruder. Was, wenn Arda. Ah, Digga, das wäre so heftig. Ich bin gerade aufgestanden aus Reflex. Türkei wäre wirklich Weltmeister geworden, ne? Türkei ist schon nur Europameister geworden wegen Pfostentreffer. Arda, er wurde wirklich Europameister. Was heißt das nur wegen Pfostentreffer? Oder? Ach, egal. Kann man nicht erklären. Das ist doch cool, Alter. Ada reingekommen, 2 Tore gemacht. Ja, war wegen Ada. Wegen Ada. Ja, ja, stimmt stark. Dann nur Conference League gewonnen. Bin ich wirklich Tassos? Ich sag's. Das traurige NBA, ich schwöre, ich habe immer irgendwie so gute Calls. Ernst, aber das Ding ist, man darf nicht, man muss nach Gefühl das Ganze machen. Weißt du noch NFL Tassos, als ich dich angerufen habe? Ich hab's gefühlt an dem Tag. 1K haben wir darauf gemacht, also halt einfach nur für Ceiling. Aber niemals tippen, Freunde, also Real Talk. Muss ich selber machen? Bruder, dein Anteil ist genauso weg wie mein Anteil, Digga. Sydney hat alles verzockt, Tassos. Dir was? Das dauert eine Sekunde mit dem Weizen, ne? Ja, eine Sekunde. Nee, kein Bock drauf. Wer verkauft mir was? Ich brauche viel Brot, ich biete Diamanten. Okay, ich gebe dir ein ganzes Stack mit Brot. Nee, ich brauche. Ich habe an dem Tag gesagt, AD spielt das Spiel seines Lebens in diesem Finale. Auf wen ist er gegangen? Ich glaube auf Austin Reeves, Digga. Bruder, AD hat 40 Punkte und glaub 20 Rebounds gemacht. Der hat das Spiel seines Lebens gemacht. Mir geht's gar nicht gut, Ganne. Wo ist dein Bett? Ist oben dein Bett? Ja, ganz oben. Noch nichts in. Ich gehe auch pennen, Eli, in einer Minute. Bin schlafen. Jo. Herr Lalmanki, glaubst du, Barca hätte auch gewonnen? So stark. Schere. Wo ist der Call? Der Call. Wo ist der Kohl? Ich sag, der versucht sich immer noch in seinem Microsoft-Account einzuladen. Der schläft, glaube ich. Der nimmt noch so eine Challenge. Digga, der pennt erstmal 4 Tage durch. Digga, wie kann das überhaupt sein? Dann kommt da irgendwann nachts um 3 Uhr. Oh, Schere, Jungs. Nee, der war heute Morgen live. Echt? Ja. Irgendwie um 5 Uhr morgens weiter so. Habt ihr Bock auf Monopoly? Oh, auf jo. Könnt ihr schlafen? Könnt ihr bitte schlafen?
Ist aber auch manchmal ein klassischer Danny nach einer Challenge. Entweder ist er drei Tage off oder er kommt einfach morgens um 6 Uhr on und streamt bis 13 Uhr. Abo, wie machen wir das? Einer B, bitte einer B. Danny hat wirklich die verrücktesten Streaming-Zeiten der Welt. Oh, Kato? Ich bin mit Absicht reingesprungen. Aber ich hab Gold und Karotten. Wie mache ich die goldenen Karotten? Du bist mit Absicht reingesprungen? Ja, ich hab alles in meine Energy. Nuggets rum, dumm um die Karotten. Digga, ich hab erst mal genug Diamanten. Ich sag, Mert hat auch ganz komische Streaming-Zeiten. Warum? Mert ist auch krass. Ich bin einfach nur lange live. Ne, wann gehst du online? Immer so 20 Uhr um den Dreh. Bis 10 Uhr morgens. Ja. Zart. Oder aber die Wind-Challenge hat mich auch unnormal gepackt, ne? Und Minecraft. Du bist bis um 10 Uhr morgens live. Nein, nicht immer bis 10 Uhr morgens. Manchmal so 6. So bis 6 bin ich immer live. Ja. Und wenn dann was Besonderes ansteht, dann bis 10. Also, ja, es gibt keine Uhrzeit, so lange halt, bis ich... Digga, what the fuck? Ey, Jungs, ich hab keinen Bock mehr auf die, ich hab mir jetzt genug. Was kann ich als nächstes farmen jetzt? Sandstein fürs Kolosseum. Scheiße, ich hab das Kolosseum, Bruder, der 3 Stunden umgebaut wird, Alter. Pablo, wie craft ich jetzt diese Dinge? Mert, ich will Auszahlung. Ja, komm ins Büro. Ich bin ins Büro. Komm ins Büro. Die Reichen werden immer reicher. Komm ins Büro. Hm? Den Ofen machen. Ich bin im Büro. Ich warte auf Auszahlung. Ja. Ach, hier ist sogar mit Dings da. Hier kann ich mir auch angucken direkt. Ja, ja. Freiberg, du hast hier 15 Minuten. Guck dir diesen Junkie-Kunden an, der schon 6 Uhr morgens vor der Haustür wartet. Ja, das ist heftig, Digga. Der Weg aber jetzt auf seine Auszahlung wartet er. Der Laden ist nicht mal offen, er wartet auf seine Auszahlung, möchte sein Geld haben. Ich will mein Geld, Und er tippt nie wieder. In AC Mailand Trainingsanzug. Wisst ihr, was noch ein Trauma von mir ist, Chat? Ich war einmal mit Monte, ich war im Tipico mit ihm. Er ist einfach Tipico gegangen und ich dachte mir so, heute aus Jux und Dollerei, ich spiel auch mal. Digga, ich hab einen Schein gemacht, Real Talk, ganz, also ich glaube, weiß nicht, 50 Euro oder so habe ich gesetzt. Und ich hab das erste Mal bei Tipico so einen Schein in der Hand halt gehabt, wo man halt wieder zum Tipico hin muss und damit man das Geld bekommt. Es war um 6 Uhr morgens oder 5 Uhr morgens, ich guck dieses Spiel und Digga, die sind am Gewinnen. Die sind am Gewinnen und ich denke mir, ja Mann, ich realisiere, mein Schein ist nicht da. Dann, ich suche meinen Schein, ich finde ihn nicht. Ich sehe, wie die gewinnen, ich lege Auge des Todes, damit die noch verlieren, damit ich selber auf meinen Schein Auge lege, damit ich kein schlechtes Gewissen habe, dass ich den verloren habe. Der ist gekommen, das war das schlimmste NBA-Spiel, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Und mein Schein war einfach weg. 800 Euro waren da drauf, 800 Euro. Ich habe auch nicht so richtig drauf geachtet, weil ich einfach aus Spaß das gemacht habe. Und dann... Ich glaube, also meine Theorie ist, meine Mutter hat es weggeschmissen, weil sie dachte, das ist ein Kassenbon oder so. Ernst. Arme Mann, Digga. Besser so? Ja, ist doch besser. Und das Ding ist, was noch lustiger ist, Monte wollte diesen Schein 1:1 kopieren, aber mit einem Taui spielen. Der hätte so abgecashed, er hat's aber nicht gemacht. Gibt's irgendwas live? Gibt's irgendwas live gerade? NBA gleich. Ich live wette? Ja. Benfica 2:1 steht halb, aber das hat ja keinen Sinn. Die spielen ja schon. Nee. Ansonsten machen chilligen Schein für morgen. Nein, wenn, dann mach ich morgen, ich mag es nicht. Spiele müssen alle immer heute sein. Was ist das? Ja, okay. Was ist für ein, was ist für ein Mockladen? Was sind das hier? Wow. Achso, ja, ich renoviere noch, Digga. Was soll ich mach dir sagen? Mach doch mal ein bisschen größer. Ich fühle mich hier nicht wohl, sonst gehe ich rüber zur Konkurrenz. Er kann ja nicht größer machen, der hat das Geld verloren. Guck mal, Bruder, ich mach das hier extra so klein und giftig. Ich komm hier rein, zack, da ist nur ein Bildschirm. Hier ist nicht mal ein Automat. Guck mal bitte jetzt schnell den Kellner an, mit Fennet-Trikot. Weiß nicht, da müsste noch ein bisschen was sein. Ja, denk Shisha mal, Bruder, das ist ein verficktes Wettbüro, Digga. Mila was erwartet ihr? Er will, dass hier Dings, keine Ahnung, Frauen servieren, Cocktails, was weiß ich was. Kann mir irgendjemand bitte Essen geben? Kann ihn irgendjemand traden bei den Villagern. Gegen was? Ey, komm, wir bauen das Kolosseum jetzt, Digga. Komm, wir tun was für die Stadt.
Ja, ich sag ja, lass bauen. Sollen wir noch mehr Sand sammeln? Wir brauchen richtig viel Sand. Bruder, ich hab 10 Stacks geholt. 10 Stacks Sand. Ja, dann lass den Grundriss erstmal anfangen. Wo ist Fabo überhaupt? Ich hab Bock, was zu bauen, Digga. Kann mir jemand was zu essen geben, bitte? Warte, ich farme gleich. Ja, ja, alles gut, ich klaue mal was. Das ist verrückt. Irgendwo wird doch hier was sein. Nur auf schnelle Welle. Ey, Monte! Die Farbe an deiner Rüstung, ne? Du kannst die ändern zu einer anderen Farbe. Aber wenn du die ändern willst, dann sag mir vorher Bescheid, weil dann gebe ich dir genau dieselbe Rüstung, die ich habe. Die du gerade hast, dann kannst du das ändern. Also es ändert Warum sich nicht. Warum hat Rohat eigentlich den Schwanz vom Monte so tief im Rachen? Digga, willst du mal... Digga, wo kommen deine Eier auf einmal her, Digga? Was laberst du? Digga, er hat mir 125 Subs gegeben für eine verfickte Rüstung und die mache ich jetzt neu. Bei jedem machst du hier so Filme außer bei ihm, oder? Ja, gibst du mir 125 Subs für die Rüstung? Meine, die ich jetzt hab? Ja. Nein, ich meine, hättest du meine Rüstung abgekauft? Für 125 Subs. Nein, hä? Ja, also, was willst du von mir? Also, gibst du mir 125. Also, Kuba, danke dir für deinen Raid. Danke für deinen Raid. Moin alle von Kuba, ich hoffe, ihr hattet einen sehr, sehr geilen Stream. Wir sind am Netherite Farm. Ich habe meine Rüstung verkauft für 125 Subs am Monte. Und ich bin gerade dabei, die neu zu farmen. Danke für dein Raid. Hier gibt es gutes Minecraft-Gameplay. Falls ihr gutes Valorant-Gameplay sehen wollt, dann seid ihr hier falsch auf jeden Fall. Aber dann wart ihr bei Kuba auch falsch. Du verhexte Kleidung hast, Digga. Walla, wie abgehoben. Ja, guck mal, wie er mich anschaut. Ich hab mir direkt Balenciaga-Sachen geholt mit diesem Wunderschein. Yes. Balenciaga. Abibi, dieses Trikot kann nichts ersetzen. Ich habe auch direkt die C63 geleased für einen Tag. Ja, stark. Gott. Die Seelenfackel geht auch. Hat jemand Seelenfackel? Oh, Willi ist online. Ich glaube, da kommt wirklich Minecraft. Da meinte er. Ja, weil Geil. Eli meinte, nee. Fabo, was ist diese Spitze hier? Muss man da rumhaben? Nee, ich zeig's euch gleich. Wir haben schon 23 Uhr, what the fuck? Rohat. Ja. Willst du viel essen? Hast du viel NBA? Ich hab gar nichts mehr. Null. Ich hab noch Zeit, entspann dich. Okay. Hau rein, Bruder. Ja, nimm dir noch einen Gönner, Jimmy, klar. Wer ist bei dir? Kollege ist hier. Hey. Der Kollege der ist oft hier, wenn ich stream. Hä, 24 war okay. Ganze Rüstung 16, Schwert 20, Spitzhacke 24, 28 Schaufel, Axt 28 brauche ich oder 32. Ich gucke einfach, wie es passt. Alle hier waren Karotten. Sehr korrekt. Fabo, kann ich so eine Vorlage von dir haben? Sehr korrekt, danke schön. Habe ich hier eine Wand gemacht, Alter, bin ich dumm? Was willst du haben? Leute, hört auf. Vorlage für Neverate. Ey, was macht ihr alle? Seid ihr gerade alle am Bauen und was macht ihr, ja? Ich fahre meine Rüstung. Das Kolosseum. Wo ist denn das Kolosseum? Zeig mir mal bitte, wo ich bin jetzt gestiegen. Karte, du brauchst ganz viele Dias, um das zu verdoppeln. Hast du nicht, also, wo? Oder? Wie viele? Pro Upgrade 7, also 28. Ist es da bei der Türkei-Flagge? Ich habe 40 Dias oder so, warte, ich muss kurz ändern. Fabo. Also ich wollte jetzt... Ja, hier, ich geb dir eins, das liegt hier. Dave. Du kannst das verdoppeln. Ich muss Kolosseum bauen. Fabu! Ja! Ola, nee, das war doch Kolosseum. 2 Sekunden, ja? Schreib mich wieder rum, Mann. Boah, das war schon so 90 Dezibel vom Medi, ne? Ja, Bruder, der soll erstmal lernen, wie man eine richtige Faust gibt, Mann. Was? Boah! Was? Du kannst ja mal dein Gesicht zur Verfügung stellen. Ja, komm, ich will mir nichts ausmachen, Mordok, mit deiner Pussy-Faust. Oha, Pussy-Faust? Du halbe Respekt-Schelle, du. Was? Digga! Holy shit! Jetzt reicht's irgendwann, Alter. Eiland, zack, jetzt wolltest du wirklich den Kanal rausbringen, jetzt hau ich den auch raus, jetzt reicht's mir. Ich hätte Edis auch früher mal MMA-Kämpfer. Du hast mich jetzt auf die eklige Seite rausgebracht. Ich entschuldige mich. Eigentlich bin ich nicht so. Ich hätte Edis auch früher mal MMA-Kämpfer. Seitdem er seinen Tag hatte, da aufgehört. Was? Das ist krass. Edis, wo bist du? Also eigentlich dürfte Medi nur noch bellen, Digga. Ja, du weißt, wo es ist? Ich bin auf dem Weg. Monte, bitte. Der war auch noch so ekelhaft. Ja, ich bin da, Bro. Wo, aber wohin? Wo gehst du hin?
Ich bin jetzt hier beim, okay, beim Kolosseum. Wie der getalkt hat, Alter. Holy shit. Da rein, ja, ne? Monte Fenero da Galla. Digga, das ist mir scheißegal, sag ich dir ehrlich. Mir sind beide Vereine scheißegal. Wenn ich auf Gala getippt habe, dann Gala. Okay, ja. Ja, genau, so nämlich. Okay, blau-gelb oder gelb-rot? Was? Also findest du die Farben blau-gelb sympathischer oder gelb-rot? Blau-gelb oder was? Gelb-rot. Gelb-rot? Blau-rot. Nee, dann mit gelb. Blau-gelb. Achso, blau-gelb, ja, stark, bester Mann, Digga. Was ist das? Fennel ist doch gelb-blau. Nee, Bruder, ich bin jetzt in der türkischen Liga nicht belesen, also keine ja, Ahnung. Gut. Ich kenne die einzelnen Mannschaftsnamen eigentlich nur, weil ich darauf ab und an mal tipp und mir jedes Mal wieder auf den Kopf hau. Okay, ja. Von welcher Mannschaft hast du Abturn vom Tippen, wo du so sagst, die tippe ich nicht mehr? Die größte die Mannschaft, wo ich wirklich den größten Abturn habe und schon verflucht habe? Bei mir ist das Barca. Da tippe ich gar nichts mehr, Digga, auf die Bastarde. Also ich sag... Oha! Also ich sag dir... Ich sag dir ehrlich, Digga, bei mir so ist so ein spießsüchtiger Haufen. HSV. Chat. Boah, ja, Digga. Also HSV. Auswärts HSV. HSV, so Digga. HSV hat mich schon so... Also HSV ist wirklich die Mannschaft, die mich am allermeisten beim Tippen gebrochen hat. Aber wirklich am allermeisten. Das ist aber auf einem anderen Planeten, Digga. HSV... Bro, du gibst denen, die spielen wie Arschritze, dann machst du gegen die, weil du denkst, okay, und ja, dann spielen sie auf einmal wie Champions League. Ja. Keine Mannschaft ist so schlimm. Ja. Atletico ist auch... Fan, ne? Nein, nein, nein. Ach so, okay. HSV, Atletico war auch Katastrophe, aber gerade die, also gerade jetzt in dieser Saison, muss ich sagen, hat Atletico oft, also haben die stark gespielt und haben meine Scheine auch bereichert. Oh, Dortmund auch ne, Bruder, Dortmund schlimmste Mannschaft zum Tippen, Digga. Naja, Dortmund ist ja dann für sich einfach scheiße. Das stimmt, Bruder, aber das ist beim so Tippen noch schlimmer. Das ist so geisteskrank, wie oft rein. Dortmund mich gefickt hat. Dortmund ist an für sich scheiße, Digga. Ja, ich finde die irgendwie sympathisch, aber beim Tippen geht's gar nicht, Digga. Ey, was macht ihr hier, Jungs? Wir warten auf Fabo seinen Call, Digga. Wir wollen das Kolosseum bauen. Aber wollt ihr jetzt Kolosseum anfangen? Okay. Ajo. Oh. Wie soll ich denn hier starten? Sag mal, gib mir einen Code. Soll ich erstmal einen Kreis bauen oder was? Ja, es kracht hier gerade völlig. Wir müssen jetzt, wir brauchen einen Oval als Vorlage quasi. Ey, Monta, okay, hast du das nicht noch Schulden bei dir? Nee. Ah. Wer wagt es? Wer hat mich gerade geschlagen? Mert. Nicht. Tassos, Digga, Rohat. Tassos ist ganz, ganz komischer Mensch, sag ich dir ehrlich. Er ist über zwei, drei Monate bei mir nicht im Chat. Nein, nicht schlagen, dann nehme ich VIP weg, um jemand anderen zu geben. Nein, nicht schlagen, und dann nicht sagt er, schreibt nicht mehr, weil er kein VIP mehr hat, Digga. Edis. Olum. Tamam, tamam, ich mach nur Spaß. Ah, Tornado, schau mal, Eli. Er schreibt Fragezeichen bei mir. Ja, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Aber seit er VIP weggenommen hat, schreit er dann nie wieder bei mir reingeschrieben. Ey, was Digga, machst was du ist da, das? Fabo, ja? Der ist einfach Obito geworden. Wie crack bist du? Okay, lass jetzt anfangen mit dem Ding. Was sollen wir machen? Gib uns Aufgaben. Komm in die WhatsApp-Gruppe. Er sagt, hab ich nie gesagt. Hm? Er sagt, hab ich nie gesagt. Hat er mir bei WhatsApp geschickt. Oha. Ja, ich glaube, Robert verarscht dich ein bisschen. Digga, ich sag doch nur, was er schreibt, du Vollidiot, Digga. Digga, Breitenberg ist doch heute auf Stress aufgehend, ich sag ehrlich. Ja, Digga, einer will die ganze Zeit fitner machen. Er hat mich am ersten Tag so gefickt, Monta, das glaubst du gar nicht. Wir können gar nicht mehr ohne. Wir können gar nicht mehr reden, ohne fitner zu machen. Automatisch. Ist auch so. Ja, Bruder. 100 Subs, wenn er die Nachricht zeigt, schreibt er. Welche Nachricht? Bro, ich hab doch jetzt keinen Bock, das rauszusuchen, Alter. Außerdem darf man jetzt, wovon will er das bezahlen, Alter? Berechtigte Frage. Ja. Digga. Warte mal ganz kurz, was macht denn der Hund da, Alter? Wollen wir nicht alle schlafen gehen, damit dieser scheiß Regen mal aufhört? Jungs! Achso, ja. Seid ihr andere Gruppe oder was?
Ach so, Bruder, ja, Digga. Ja, wir können doch auch hier bleiben einfach. Ne, das andere, dann, damit wir die anderen nicht stören. Worüber redet ihr denn? Fußball oder was? Nein, ja, oder wir bauen doch alle am Kolosseum. Ist ja ein Ding der Stadt eigentlich. Baut einfach. Ja, das werden wir bauen. Ja, okay, sag mir jetzt, was ich machen soll, Fabo. Ja, ich gehe jetzt 5 Felder geradeaus. Gott. So. Okay, ich habe jetzt genug Netherite. Chat, wie viel habe ich genug? 32? Ja, ne? Ist Netherite dieses richtig heftige, womit du deine Rüstung wieder so hoch machst, Roar? Ja. 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 Was machst du, Mert? Ja, genau. Was machst du? Ich baue jetzt einen Kreis. Egal, wir bleiben. Nein, wie machst du das? Wir bauen einen Oval in den Boden und dann um das Oval einen Kreis. Ja, genau, Faber, so ist gut. Oder nicht? Also, wer sagt denn, dass. Also, wenn wir das Kolosseum rund machen wollen, ist es ja weitaus schwieriger. Sollen wir in einen anderen Call-Divo-Kolosseum bauen? Digga, das habe ich doch gerade 5-mal. Ich habe 3 Gruppen aufgemacht. Ach so. Aber ist das. Lass doch einfach in die Gruppe rein. Ich glaube, das ist zu groß. Wo ist denn das überhaupt? Oder wo also soll ich das hätte gebaut werden? Hier bei Ding. Da, wo das Licht nach oben leuchtet. Neben der Türkei-Flagge. Boah, aber wie viel Sandstein brauchen wir, Bruder, jetzt? Guck dir das mal an. Es kommt halt drauf an. Wo zeigt ihr das, Leute? Was denn? Wo, sieht man das bei dir im Stream? Was denn? Wie das aussieht? Kolos- ja. Ja, wir müssen erstmal dieses... Oh, meine Picke ist fast kaputt, Digga. Holy shit. Oh mein Gott. Picke, Bro. Ja, jetzt habe ich das gesehen. W's in the shot. W's in the shot. Also ich will jetzt erstmal das, was im Boden ist, bauen. Digga, wie viel Sandstein brauchen wir dafür? Wir brauchen richtig viel dafür. Aber es ist halt die Frage, ob das hier groß genug ist. Das ist jetzt nur das Innen quasi. Checkt ihr? Kurz Musik aus, mute wegen Gas. Ich kann sterben. Okay, geht weiter. So, Bruder. Achso, du kannst hier auch. Das sind 5, 4, 3, 2, 2 und dann einer und so. Also, aber das sind. Ja, okay. Ja, genau so. Warte, warte. 5, 4, 3. Warte mal, 4, aber reicht das als unten als Kampfarena oder ist das klein? Lass uns das erstmal setzen. Das reicht. Ich sag tschüss, ich hau ab. Salam alaikum. Lasst euch gut. Oh, ist Willi auch da, oder was? Es geht, King Modus. Was geht? Heute auch aktiviert den King Modus schon einmal. Ey, yo, Lunge. Ey, ich wünsche euch viel Spaß. Eventuell sehen wir uns ja morgen Abend. Ich weiß noch nicht ganz genau, was morgen los ist. Eventuell kommt Sascha vorbei, vielleicht auch nicht. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Ich wünsche auf jeden Fall eine gute Nacht und viel Spaß noch. Lasst euch gut gehen. Macht keine Scheiße. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. Gute Nacht, ciao, ciao. Fabo, du sagst mir jetzt, was ich machen soll, Mann. Was geht? Wie geht's euch? Hey, mein Willi. Was geht's? Hey. Hey, voilà. Mert, was war das? Warte, das war 5 und danach 4, oder nicht? Du hast hier 3 gemacht. Ich schick euch einen Screenshot in den Willi Discord. Ja, schick mal bitte rein, Bruder, weil wir haben schon den ersten Fehler gemacht. Schick mal. Edi, wie geht's dir, mein Bruder? Oh, Bruder, ja, du weißt doch, wie es läuft. Nach der Win Challenge erstmal ein bisschen Hayat, ein bisschen Eierchill, ein bisschen Crafty. Diese lockere Win Challenge geschafft, Ayo, ich hab doch gesehen, weißt du? Weiß doch, wie es läuft, Bruder. Erste Reihe gesehen und ich hab behindert Auge gelegt. Ihr habt alles falsch, oder? Hast du Auge gelegt? Selbst ein Bo? Bruder, ich sag offen und ehrlich. Ja, war so schön. Aber wenn du deine Einzel-Win Challenge machst, mein Freund, da werde ich in der ersten Reihe sitzen. Ne, weiß ich nicht. Warte mal, ist falsch. Warte mal, wo war ich? Ich war mal hier. Tauscht einer Dias für Emeralds oder so? Nein, Kato, was geht ab, Bro? Hey, was geht? Welcher Kato ist das? Big Black Cock. Ey, der Screenshot ist falsch, neuer Screenshot. Oh, Kato? Merdbauer. Ja? Nee, ist mir scheißegal, ich baue jetzt, warte mal kurz. Alter, Kato, was geht, Playboy? Geht's? Ja, bisschen durcheinander gemacht. Ey, wo ist denn dieses Screenshot-Ding jetzt? Wie soll ich bauen? Ey, warte mal, baut das mal alles nochmal schnell ab. Hey, kurze Frage, muss die da? Das ist falsch. Nee. Scheiße, Digga. Muss die? Ist nicht falsch. Ich hab bauen, Mann. Ach, kommt, muss die heute? Weiß das jemand? Ich schwör's dir, das war gut, Bruder, glaub mir.
Muss die das ist gut, Fabo. Ganz kurz, Jungs, sorry, dass ich reinstöre. Lass mal ganz kurz Fabo diesen Grundriss machen, weil sonst kommen wir echt nicht weit, weil wisst ihr. Oder wir machen wirklich halt for real so eine ganz kurz so eine andere Gruppe, weil damit wir immer wieder eure Gespräche unterbrechen. So. Ne, ihr könnt das hier runterbauen, hier in den Boden graben, quasi. Drei Blöcke, würde ich erstmal sagen. Mein Grundriss nach, checkt ihr? Nein. Also an der Stelle, wo du die Mauer machst, drei runter. Ja genau, weil das ist ja im Boden, diese Kampfarena. Okay, warum also bauen wir nicht drei runter. Hoch? Was? Warum bauen wir nicht drei hoch, anstatt drei runter? Weil das muss ja im Boden sein. Oder Mert, der ist Profi, der fragt dich auch nicht Sachen über Fenerbahce, scheiß schön. Drauf. Sehr schön. Lass, Bruder, lass. Mert, hast du jedes Fenerspiel gesehen diese Saison? Ja, safe. Ich habe auch jedes Galaspiel geguckt diese Saison. Um Auge zu legen? Nein. Ja. Fabo, gib mal kurz Schaufel, bitte. Tausche Schaufel gegen irgendwas? Gegen irgendwas? Nein, Quarz brauch ich selber gerade zum Bauen. Deswegen. Nein, ich hab Quarz für dich. Ach so, ehrlich? Aber ich brauch Dias. Ja, wie viel? Oha, Jungs, Kato. Macht mal Platz da, ihr Amateure! Weiß was passiert Kato. Hier, Junge? Fühl ich Kato. Bin ein verfickter Rasenmäher, Digga! Bruder! Digga, was ist das denn? Was passiert hier? Oha! Jungs, mach mal Platz da, Digga! Oha! Er hat einfach Thomas seinen Handschuh lang. Ich glaub, das Alter! Bruder! Und das mit Schwert? Nett, ich will auch, Benedikt Burak. Hier, mach einmal, hier, nimm. Boah, ich will auch, das, mach, das ist ASMR, Walla, mach das mal. Warte, ich will auch. Was haben die da, Fabo? Mann, der hat so eine Schaufel einfach. Oha, Bruder, das ist. Du musst links, rechts gucken. Das ist echt wie Thanos, sein Handschuh, Bruder. Bruder, apropos, wo du Thanos seinen Handschuh zeigst. Von wem ist es? Jedes Zeit mal, ich will auch mal gucken. Eli, guck mal, wie krass das ist. Schau mal, warte. Lass mich das noch kurz aufbauen. Okay. Kato, willst du beim Chat, hört auf, Auge zu legen auf den Gast. Links, rechts. Bruder, meine Eisenschaufel ist jetzt ein Hurensohn geworden. Walla Peach geworden einfach. Aber Bruder, wer arbeitet denn freiwillig mit Eisenschaufel? Ich sag's dir ehrlich. Boah, Bruder, wir abgehoben, da Mann, du warst Diamantenhöhle, Bruder! Ja, ne, tut mir leid, Bruderherz. Bruder, so, vergiss nicht, wo du herkommst, Junge! Stark, Mert! Warte, stark, Mert! Meine Eltern haben mich in der Diamantenhöhle gezeigt. Alter! Was ist denn hier los? Was war das für ein schlechter Sound, Digga? Hast du das auch mit Spitzhacke? Ja, meine Spitzhacke ist auch verrückt, muss ich sagen. Ja, Fabo, guck mal mit der Spitzhacke. Guck mal, Spitzhacke kurz, ich bin hinter dir. Hier. Ja. Zu weit? Ja, soll so sein, sag ich. Ja. Vergiss, was passiert. Ja, wer will die, was hat die Schaufel? Das ist so geil. Effizienz, Reparatur, Haltbarkeit. Fabo will das wieder, Eli, gibt es? Ich geb das dem kurz wieder, ja. Gibst du es ihm dann? Ja, ich will. Ich glaube, da hat sich einer bis eine ganze Runde aus Versehen gebohrt, Fabo? Geschaufelt. Wo bist du, Bruderherz? Ja, ich muss gerade was neu bauen. Okay. Warte kurz. Der mir hinterherläuft. Warte, Fabo, hier, bitteschön, deine Schaufel. Ach so, ja, danke. Gerne, Bruderherz. So. Ey, wie tief bauen wir hier? Was ist los? Wie weit runter jetzt, Fabo? Drei Ebenen hat er, glaube ich, gesagt, ne? Ja. Ja, hä? Wer wurde denn hier gefickt, Digga? Was ist das hier? Warte kurz. Ich glaube, da hat einer eine Höhle entdeckt, deswegen ist das so. Ach so. So, das ist drei Ebenen jetzt. Boah, Bruder, ich sag dir ehrlich, ich hab gar keinen Bock mehr zu arbeiten, wenn ich Merz sehe, wie der gerade hier alles wegfickt. Hier, mach, Bruder, ich bin ein Peachland. Ich mach. Boah, ich hab auch so ein richtig geiles Spitzhacke. Bruder, woher habt ihr das alles? Das hab ich mir gemacht. Das hab ich mir selber gemacht. Ey, ihr seid. Ich scheiß drauf. Boah, Digga, das macht gerade richtig Spaß. Guck mal, wie schnell ich bin. Ich schwör's dir. Und ich kann einfach nur zuschauen an meiner Creme. Ich bin geil. Prototyp Gastarbeiter gerade. Deine Eltern sind stolz auf dich, Bruder. Jetzt. Walla, Digga. Alter, wie krass sieht das aus? Hä, die habe ich wirklich selber. Also, ich habe die Ressourcen selber. Ich glaube, ich habe viel zu viele Ebenen gemacht, ne? Bruder, ich bin einfach unten. Scheiße. Einer hat übertrieben, das sieht man auf jeden Fall. Was baut ihr? Ein Kolosseum. Kolosseum. Yes. Weißt du, damit die nicht mehr mit uns ficken können. Wer denn? So, generell alle. So alle, du weißt doch. Rot und so. Boah. Natürlich. Digga, was? Wie hast du dich eigentlich gefühlt, als du gesehen hast, Danny hat Warzone geholt?
Was eine Erleichterung, ne? Nicht mal so krass erstmal, weil wir noch voll viel holen mussten. Fortnite hatten wir noch. Ah ne, wir mussten noch Fortnite. Fortnite, Mensch. Digga, ich fand den Moment so geil, wo Eli...